Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge sind wir Root begegnet, dem wir übelst mal die Fresse poliert haben, nachdem ich ziemlich aufs Maul von ihm bekommen habe. Und dann haben wir tatsächlich Sektor 5 verlassen und nun begeben wir uns auf den Weg, treffen neue und alte Freunde. Viel Spaß. Chocobo! Ach, leck mich doch. Dann gehe ich halt zu Fuß. Aha, war klar. Huch, das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen. Im Sündenpfuhl. Oh, jetzt wird's toll. Jetzt sind wir nämlich beim Original Final Fantasy 7 wieder. Ja? Hey, Cloud? Was ist denn los? Ach, nichts. Oh. Erinnerungen? Hey, sie ist wieder beigetreten, wer hat's gedacht? Ja, weil ich alle so geprankt. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Ne, wir gehen hier lang. Scheiß auf die Ab. Gut. Nein, doch nicht scheiß auf die. Ja, wir werden sowieso da landen. Und ihr werdet gleich sehen, wieso. Wenn meine Erinnerungen richtig sind. Wir werden vielleicht nämlich gleich etwas beobachten. Aber erstmal. Hatsching! Oh, Hatsching! Oh, kann es doch schneller gehen? Na, ich weiß nicht, ob man sich hier extra ducken muss. Eingestürzte Schnellstraße. Die Trümmer der Platte hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, hä? Wer sagt das? Ist gelogen! Ich kann alles. Ich bin alles Kenner. Huch. Neue Gegner. Nein, der Hippo irgendwas. Den kennen wir doch, ne? Ja. Aber er ist alleine. Ich hasse es, wenn du dies tust. Ich habe eigentlich nichts gegen dich. Lass ihn erstmal zuerst zu Ende spinnen. Der hat Spaß dran. Glaub mir. Der macht den ganzen Tag nichts anderes.
Bist du langsam fertig? Oh, ich nicht übertreiben. Überlass das mir. Eis wird nichts bringen, weil er einfach die ganze Zeit sich bewegt. Na? Ab mit dir. Deswegen müssen wir Magie fertig machen. Fertig aus, Nikolaus. Es geht los. Easy. Na gut, nervige Gegner, willkommen zurück. Ich habe euch nicht vermisst. Könnt ruhig wegbleiben. Oh, hallo, dich kennen wir auch. Lieber hinter mir. Klar, ich teile von hier aus. Oh, das ist ein Arm. Jetzt komm her, Mann. Spring immer wieder zu dir hoch. Der macht gar nichts, ey. Mutangriff. Das war's dann. Sehr gut. Endlich jetzt da unten. Volle Konzentration. Es ist aus. Der hat einfach mal nichts gemacht. Was ist das? Weiter geht's. Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? Das ist ein Arm. Moment. Aha! Ich hab's doch gesehen. Ich verpasse nichts in diesem Spiel. Eine Mogri-Medaille mehr, die jetzt nutzlos ist, weil ich schon alles gefarmt habe. Nice. Das sehe ich auch. Aber da kann man nicht hoch, oder? Nein. Na gut. Dann gehen wir mal hier runter. So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Dann müssen wir wohl den Kran benutzen. Können wir den Kran ja benutzen. Frage ist nur wie und mit was. Aha. Weil man könnte auch easy hochklettern, aber gut. So, den Arm heben, links. Den Arm rotieren lassen, rechts. Arif aufnehmen und absetzen. Oh. Okay, Achtung, aus Sicherheitsgründen ist der Arm nur innerhalb des gelben, umrandeten B- und Entladebereichs einzusetzen. Der ist ja komplett sinnlos. Da muss ich die Hand nicht drehen. Hier lang, hier lang! Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Da kann man hochklettern, Mädel. Na gut. Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? Achso. Kurz Verwirrung. Rüber da. Oh, sorry. Sorry. Kleiner Planungsfehler. Ich hab's gleich. Einen Moment noch. Ich lass dir die Leiter runter. Das hätte auch mit dem Stein funktioniert. Und geschafft. Aber wie ist... Ich kletter da rauf, weißt du, geh hoch und dann bin ich... Ach, scheiß drauf. Wir sind oben. Ja. Hey. Nanu? Ach, egal. Aber so darf's weitergehen. Die Kisten habe ich gesehen. Heilung durch Makonoid, okay. Ich habe Makaroni gelesen. Huch. Ich hab schon Schlimmeres bekämpft. Kennen wir ihn? Nö, Proto-Auslöscher, ist ein Prototyp. Einmal kurz Analyse, währenddessen er mich angreift. Nur kein Über. So, acht Blitz. Der gute alte Blitz. So, dann machen wir direkt mal ein bisschen Blitzhaarer. Zack. Los geht's. Na gut. Ja. Das war's! Volle Konzentration! Nein, nein, ich wollte aus dem Weg gehen.
Oh, oh. Ach, Aerith. Ich zähl auf dich. Ich werde mal eine Runde spielen, damit du auch überlebst. Los geht's! Flieg! Warum geht er auf mich? Okay, Gebet. Los, geben wir alles. Der ist für dich. Ab mit dir. Zack. Ich will jetzt schon wieder von mir. Genau. Widme dich mal Cloud. Und ich mache ein Gebet und dann wechsle ich wieder zu Cloud. Hier. Arbeiten wir im Team. Ich mach das. Oh, oh. So, dann noch mal kurz Blitz rauf. Oh, ich habe auch einen rechten Arm gemacht, ne? Egal. Hat gewirkt. Komisch. Ich dachte, hier könnte man durch. Konnte man wahrscheinlich, bevor er aufgewacht ist, aber ich hab Pech. So, was ist los? Wahrscheinlich haben sie den Bereich abgesperrt, nachdem all die Ungeheuer aufgetaucht sind. Du hast an so einem Ort gespielt? Slum-Kinder sind nicht sehr anspruchsvoll. Das sieht man. Hey, was soll das heißen? Ja, würde ich sagen, gehen wir hier lang. Eine Alternative sehen wir ja eh nicht. Habe ich die Kiste übersehen? Vielleicht da, wo er rauskam? Na gut. Haha, Kiste. Super Trank. Ja, mit einer Heilerin brauche ich die eigentlich so selten, ey. Und nach hinten gucken. Okay, ist nix. Schade. Hätte sein können. Wo sind wir jetzt? Nee. Bleib zurück. Fällt mir im Traum nicht ein. Wegen euch, weißt du, ihr seid Arschlöcher, also werde ich auch das Arschloch spielen. Na? Na? Oh. So, lassen Sie mich in Ruhe. Oder Sie kriegen... Oh, oh. Nein, warum ich? Jetzt okay, Cloud, hilf hier mal. Was soll das? Wieso kann das nicht immer so funktionieren? Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Okay, weißt du was? Magie, nee. Fähigkeiten. Macht der Unschuld. Nicht zu nah rangehen, ja? Ja, da guckst du, wa? Au, au! Lass mich in Ruhe, ich bin ein Mädchen. Au! Hilfe! Es dreht sich. Ja. Oh, das war close. Nein. Halt aus. Nein, ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich aufgebe oder sie heile. Sehe ich nicht ein. Setz jetzt Chakra ein. Dann mache ich dich mit Magie fertig. Du bist alleine. Also komm, machen wir ein bisschen Blitz. Blitz war doch. Okay, Blitz war in Ordnung. Eis ist zwar besser, aber ihr wisst, Eis ist kacke. Ja, machen wir halt noch eine Fähigkeit, dann bist du tot. Warte nur, bis ich mein ATB habe. So, Magie. Nicht dem Zufall überlassen. So. Und jetzt heile ich dich mit billigen Heiltränken. Weil du mir so viel wert bist. Oh, das war ich. Sorry. So. Hauptsache, wir treffen dich nochmal von diesen Hippos. Das sind Kacke. Hier geht's ja nicht weit. Lang. Hä? Achso. Jetzt geht's hier runter.
Einmal hat es nicht funktioniert, dass ich mit Aerith gespielt habe. Schade. Die haben mich richtig gefokust, die Schweine. Jetzt hätte ich mich wieder unendlich heilen können. Also unglaublich viel Spaß macht. Ich versuche das nochmal mit der ATB, mit der dritten ATB-Leiste bei ihr. Das wäre bestimmt auch ganz cool. Heilung ohne Ende. Bei richtig schweren Bosskämpfen. Aber es geht natürlich nur mit Limit. Logischerweise. Aber wenn ich bis zu ihrem Limit komme, dann... Oder die Waldfee. Dann ist vorbei. Bin ich zurückgelaufen? Ich bin zurückgelaufen. Das ist bitter. Aber wo geht's dann hier lang? Ach, da runter. Ah. Jetzt habe ich's. Eine Mogri-Medaille. Oh, okay, hier geht's doch nicht lang. Da ist ein Gil. Toll. Das war nicht das, was ich gesucht habe, aber nehme ich. Weil ich habe noch einen Weg gesucht. Ah. Bitte nicht. Vielleicht wollen die nicht. Vielleicht schlafen die. Wahrscheinlich, wenn ich hier lang gehe, ne? Geh mal hier hoch. Was auch immer hier ist. Wir haben zwei Wege jetzt. Wir sehen eine grüne Materia. Ah, okay. Kann ich die Leiter runterlassen? Nee. Keine Ahnung, was wir jetzt spielen. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Ah. Aerith aufnehmen oder absetzen. Container aufnehmen oder absetzen. X, okay. Mach ich. Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Er versteht's einfach nicht. Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. So machen das Frauen. Na gut. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, sehr gut, Cloud! Ich habe keine Ahnung, was ich da mache oder warum ich ihn hier abstelle, aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwas mit diesem Materia zu tun hat. Gibt es noch irgendwas, was ich greifen muss? Oder kann ich da einfach hochklettern? Keine Ahnung, was ich machen soll. Es geht auch nicht weiter. Ich meine, sie geht jetzt runter, ja? Achso, da ist sie. Na gut, dann setzen wir dich mal hier ab. Es sind noch Gegenstände vorhanden, die du mit dem Greifarm erreicht werden können. Nein. Okay. Keine Ahnung, soll ich die Materia holen? Setzen wir sie erstmal ab. Achso, ich kann sie jetzt hier absetzen und vielleicht holt sie dann die Materia. Versiegelung. Ah. Geschafft! Damit können wir vielleicht jemandens Magie blocken. Hört sich so an, jedenfalls. Nee. So. Und auf dem Rückweg müssen wir alleine gegen die zwei kämpfen. Und stopp! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Die Armfüße. Das muss weh getan haben. Ah, ich kann hier runter. Okay. Aber was zur Hölle waren dann da? Okay, ich komme nicht zurück in die Höhle. So eine Scheiße. Wer ahnt denn sowas? Ich will zurück.
Wann wurde das letzte Mal automatisch gespeichert? Automatisch. 17 Stunden und 2 Minuten, okay. Dann speichern wir jetzt auf den hier. 17 Stunden, 17 Uhr. Oh Gott, das letzte Mal wurde 17 Uhr gespeichert. Oh Gott. Nee, automatisch. Ach, Spielzeit, doch, Spielzeit 17 Stunden. Das heißt. Ich guck mal nach, Leute. Dann schauen wir doch mal. Was ist hier unten? Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Tatsächlich, wir können hier trotzdem hin. Alles klar, dann lade ich wieder. So, dann holen wir einfach mal die Kiste von hier. Na gut, hätte ich vorher reingucken können, ne? Megatrank. Und hier ist jetzt zu. Nee, ist offen. Aha, ist ja gut. Ich komme ja schon. Bin schon da. Immer diese Frauen. Hier lang, hier lang. Ich will frei sein. Tun, was immer ich will. sie ist weg. Okay, das sieht auf jeden Fall lecker aus. Huch. Wo ist sie jetzt hin? Ist sie jetzt hier hoch? Ja. Okay, da wollen wir da noch nicht hin. Wir wollen erst hier runter. Ich sehe schon, hier wird wahrscheinlich ein ekliger Kampf auf mich warten. Laut, bitte nicht so schnell! Ist gut. Wieso nicht so schnell? Ist das jetzt der richtige Weg oder der falsche? Ach Gott. Ich habe das Gefühl, dass oben es nicht weitergeht. Und wir dafür hier lang gehen. Ich kann auf die Karte gucken, ne? Ausweg aus der Erdspalte. Okay, ich guck nochmal kurz oben. Komm, lass uns zurück, Aerith. Hab ich umsonst hier rüber gelotst. Dann gucken wir zuerst hier oben. Ja, es war klar. Aber hier ist ein Automat. Fast hätte ich Musik übersehen. Wachmacher kuriert Schlaf, ja. Wir sollten ein paar Supertränke kaufen, ne? Einfach nur, um sie zu besitzen. Falls es mal ernst wird. Ja, okay. Ja, warum läufst du denn hier oben lang? Verwirr mich doch nicht. Du weißt doch, dass ich erst die Wege nehme, die nicht gehen. Oder die falsch sind. Kann sich auf sie auch nicht verlassen, ne? So. Jetzt wären wir wieder hier. Jetzt können wir weitermachen. Wollte sie mich austricksen? Niemand kann mich austricksen. Ich war meine eigene Partnerin. Das sieht gefährlich aus. Sieht auch nicht wirklich stabil aus. Ich glaube, im echten Leben wäre das zusammengebrochen. Durch das Wasser und so weiter und so fort wäre das bestimmt richtig morsch gewesen. Ist das Metall oder ist das... Nee, es ist Holz, ne? Holz. Man kann es kaum glauben, aber hier gibt es noch Holz. Okay, war ein Versuch wert. Das ist eine Tür. Ist hier jemand? Wirkt verlassen. Ein Bonfire. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Ey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzuwühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal von gar nichts eine Ahnung. Kompensieren ist... Also, na, du weißt schon. Oder nicht? Genau! Kompensieren ist, also, du weißt schon, also... Wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht.
Und das sollen wir euch glauben? Oh. Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben, hä? Bis aufs Hemd? Die tragen doch gar keine Hemden. Volldepp. Das ist so eine Art von, eine Kompensation! Ach so, genau, du meinst das als Metapher? Genau! Was für Idioten. Vor allem die Musik dazu. Mein Einsatz. Vor allem das Feuer, das brennt noch. Und dann sagt er, es ist noch warm. Ja, ach nee. Was du nicht sagst, kannst du mal aufwachen? Hallo, die schlagen dich zusammen. Überlass das mir. Ab mit dir. Ich bin erstmal voll in eine Schockfalle getreten, ey. So, bevor sie sterben, noch ein Gebet machen. Dann ist Cloud erstmal wieder voll. Hä, wo ziehst du denn hin? Da ist doch nix. Oh, Butch, du bist aber stark, Alter. Triffst du von dort jetzt besser? Recht. Ja, da wechselt er genau jetzt das Ziel, ey. So, Störung. Ich mag die Störung. Vor allem gehen wir den Nacht direkt in den Angriffsmodus über, ey. Bewegt euch bloß nicht. Habt ihr mich gehört? Wir sind tot. Mausetot. Fällt bestimmt nicht auf. Ganz sicher nicht. Vor allem, wenn ihr redet. Was war das denn für ein Gimmick? Boah, es ist noch warm. Nein, es leuchtet rot, weil es aus ist und kalt. Und das war's auch schon für heute. Das war wieder mal klassischer japanischer Cringe. Also Fremdschämen bis zum geht nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier aus dieser Höhle rauskommen. Ciao.